Am Wort ist die Frau Abgeordnete Sigrid Maurer. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen. Die Rolle eines Untersuchungsausschusses ist grundsätzlich, die politische Verantwortung zu klären. Einerseits, andererseits aber auch Maßnahmen zu finden und zu empfehlen, die verhindern, dass so etwas je wieder passieren kann. Dazu gehört aus unserer Sicht sehr wohl, Frau Tammandl, das Verbot von Gegengeschäften. Gegengeschäfte sind das Einfallstor für Korruption schlechthin. Das sehen nicht nur wir so, sondern das sehen auch alle Korruptionsexpertinnen und Experten so. Und wir haben ganz viele Beispiele dafür bekommen in diesem Ausschuss. Und das ist dementsprechend auch eine unserer Empfehlungen in unserem grünen Fraktionsbericht.